Neues Setting. Ein neuer Monats-Vlog. So, ich habe mir jetzt hier meinen vietnamesischen Kaffee gemacht. Ach, und mir gedacht, vielleicht nutze ich mal auch andere Winkel. Dann könnt ihr ungefähr mal sehen, wie es eigentlich ist. Ich habe ein Stativ, stelle ich einfach dahin, filme. Joa. Wie immer ist die Zeit ein bisschen zu schnell vergangen. Und schon bin ich wieder da, filme ganz last minute das Intro zu meinem Monatsvlog und lasse ein bisschen Revue passieren, was alles passiert ist. Und falls ihr euch wundert, warum ich auch definitiv sehr müde aussehe, ist ja bare face, aber normalize, no makeup und you know, real Instagram, shizzle. Ich habe nämlich auch meine Augenbrauen und meine Wimpern, wie sagt man hier, Wimpernwelle und laminieren, ihr wisst schon, machen lassen. Und meine Augenbrauen sind echt ganz neu. Ich bin auch ganz happy darüber. Habe keine vollen Augenbrauen. It is not what nature gave me, but dafür gibt es ja auch Kosmetiker und Leute, die das machen. Bin super zufrieden, durfte zwei Tage lang kein Wasser an mein Gesicht lassen, beziehungsweise an die Augenbrauen und die Wimpern. Und habe dann auch gemerkt, so meine Haut, die braucht Feuchtigkeit und das ist vor allem bei meiner Haut, ich habe Neurodermitis, nicht mal so schlimm, wie es damals war als Kind, beziehungsweise Jugendliche und so als junge Erwachsene. Aber ich merke das trotzdem noch an in der Menstruationszirkel, so Cycle, so ein bisschen die Hormone wieder ein bisschen, man empfindlicher ist und da merke ich, das merke ich auch vor allem an der Haut. Habe das einigermaßen ganz gut im Griff, aber die zwei Tage ohne Creme auf meinem Gesicht und da auch wirklich, das hat mir schon ein bisschen, hat mir schon zu kämpfen gegeben. Deswegen habe ich heute nichts drauf. Durch den Heuschnupfen so ein bisschen bin ich auch so ein bisschen super empfindlich und versuche dann auch immer meiner Haut so ein bisschen Ruhe zu geben. Nur wirklich the basic beauty routine wie Feuchtigkeitscreme und Wasser. That's it. Und das ist ganz gut. Das würde ich jedem mal raten, so ein bisschen mehr auf auch den Zyklus. Also Menschen mit Eierstöcken würde ich darauf raten, also dazu raten, einfach auch mal zu gucken, wie euer Zyklus ist und auch zu schauen, okay, es liegt nicht daran, dass ich irgendwas Falsches gegessen habe oder dies und das, also manchmal schon, aber halt, dass man auch sehen kann, okay, ich bin sehr nah an meinem Eisprung und merke, meine Haut spinnt dann wieder, beziehungsweise ihr könnt das ja mal beobachten, kurz vor meinem Eisprung. Das müsste jetzt nämlich sein, ist meine Haut recht schlecht. Yep. Und da merkt man dann halt auch wirklich, okay, ich muss ein bisschen mehr Wasser trinken, auch mehr pflegen oder auch mal meine Beauty-Routine absetzen und dann eine kurze Pause machen und dann weitermachen. Ja, normalize talking about menstruation as well. Ansonsten stand der April vor allem im Zeichen von Family. Ganz viel Familienbesuch hatte ich. Es war natürlich Ostern, viele Feiertage. Ich bin nicht heimgefahren, ich bin hier in Berlin geblieben. Dafür kam aber einmal mein großer Bruder zu Besuch, der eigentlich mit Sonja, seiner Frau und auch mein Baby, Pupsi, Stinke, Charlie, Patenkind Charlie, so rum, kommen sollte. Sie war leider krank, deswegen kam nur er. Und es war ganz cool, auch wieder mal so Zeit miteinander zu verbringen. Eigentlich haben wir nur gegessen, das werdet ihr auch im Vlog sehen, das habt ihr sicherlich auch auf Social Media gesehen. Weil natürlich, wenn ich Besuch habe, möchte die bestimmte Restaurants austesten, die neu sind oder ihre alten Favorite, All-Time Favorites nochmal besuchen. Und da ich koche schon, aber nicht so oft und das ist immer eine ganz gute Gelegenheit für mich zu sagen, wir gehen jetzt essen. Nach Ostern kamen dann meine zwei anderen Schwestern, Evie und May, und mit denen haben wir eigentlich auch nur gegessen. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit
mit denen unterwegs gewesen, habe mit denen gegessen. Was haben wir sonst gemacht? Haben eigentlich wirklich sonst echt ganz schön gechillt, waren in Cafés, waren wie immer, neue Restaurants ausprobieren, alte Restaurants ausprobieren, Freunde getroffen. Also wirklich super entspannt. Was echt schön ist, weil die zwei ja in Bayern wohnen und ich die generell einfach nicht so oft sehe, auch wenn wir sehr oft telefonieren. Dann war ich noch im Musical, habe Kudamm 56 angeschaut, war ich nämlich mit Diana und ein Freund von Diana ist Musical-Darsteller dort, uns Karten gegeben, um die Show zu sehen. Das war richtig toll. Ich war super lange nicht mehr in einem Musical, bloß im Theater des Westens war ich auch noch nie. Ich bin immer nur dran vorbeigelaufen. Es ist super schön da drinnen. Also da vergisst man eigentlich auch so, was Berlin kulturell auch zu bieten hat. Also vor allem für jemanden wie mich, der eigentlich nicht so oft, ich weiß nicht, irgendwie nehme ich dieses kulturelle Angebot in Berlin nicht wirklich wahr. Und das sollte ich viel mehr machen. Ich gehe halt einfach nur immer essen, weil man das auch als kulturelles Ereignis sehen kann. Und es war einfach wirklich sehr schön. Wir hatten tolle Plätze und einfach auch so wieder mal so einen Grund zu haben, sich schick zu machen, auszugehen mit einer Freundin, danach noch Drinks zu haben. Das war richtig schön. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Zudem war ich dann auch noch im Kino mit meiner Schwester May. Und das war richtig, richtig toll. Wir haben Everything, Everywhere, All at Once geschaut. Das ist eines der besten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Michelle Yeoh, oh mein Gott, liebe sie. Das ist so iconic, wenn ihr sie nicht kennt. Vielleicht kennt ihr sie von Crazy Rich Asians, da hat sie die Mom gespielt. Bei Star Trek ist sie mit dabei. Generell, sie ist iconic und in Everything Everywhere spielt sie ebenfalls eine Mutter, Asian American. Und es war einfach richtig schön zu sehen, so ein bisschen so dieser Clash an Kulturen. Sie sprechen zum Teil, also sehr viel Kantonesisch, natürlich Englisch, weil das in Amerika spielt. Jedenfalls ist sie legendary. Das ist wow, I wanna be her. Also dieser Film ist unglaublich, der hat alles. Der ist, wie der Name schon sagt, Everything, Everywhere, All at Once. Es ist wirklich Everything, All at Once und Everywhere. Es ist ein bisschen chaotisch, wenn man die Directors kennt, die Daniels, die haben Swiss Army Man gemacht mit Daniel Radcliffe, soviel ich weiß. Ich habe den Film nicht gesehen, aber wenn man den Film gesehen hat und auch generell deren Stil kennt, dann erwartet man etwas sehr Außergewöhnliches. Und dieser Film auch am Ende, ich habe richtig viel geweint. Ich will nicht spoilern, aber es ist. Ich habe auch den Trailer nicht gesehen, bevor ich ins Kino gegangen bin. Ich habe auch keine Interviews gelesen. Ich habe natürlich die Internetpräsenz gesehen und auch diesen Buzz, den der Film kreiert hat. Und ich bin richtig happy gewesen, dass der in Berlin spielt. Weil soviel ich weiß, bekam. Ist das, also es war geplant, dass es, glaube ich, eventuell über Streaming geht, ob es überhaupt ins Kino kommt, wussten die nicht. Und dann, als dann entschieden worden ist, dass es ins Kino kommt, war es halt einfach nur, ja, in Amerika. Und da habe ich schon bei einigen Internet-Friends gesehen, dass in Amerika der in den Kinos lief, aber in Deutschland oder Europa zum Teil vielleicht nur einmal oder zweimal für bestimmte Premieren ausgestrahlt wird. Und war ich mit meiner Schwester im neuen Off. Die Plätze waren fast schon alle ausverkauft. Also wir saßen auch irgendwie recht weit vorne, recht weit an der Seite, aber trotzdem konnten wir es sehr gut sehen. Das war auch für mich das erste Mal im neuen Off im Kino in Neukölln. Und das fand ich richtig toll, weil es, boah, das hat diese, das ist nur ein Saal und das hat diese. Ja, so ein grünes Samtvorhänge, grünes Samtsitze und die Wände sind auch richtig voll mit Stuck und also ist richtig schön. Und den Film dort einfach zu sehen und das ist war einfach toll. Einfach, weil ich bin gerne im Kino und einfach mit
am Laptop, ich hab kein Fernseher hier, das heißt, das ist so generell, schaue ich das auf dem Laptop oder auf dem Screen, das ist dann immer so klein. Und wenn man dann wirklich mal im Kino hockt, toll. Und dieser Film ist wirklich, der ist alles, der hat Action, der hat Sci-Fi, der hat Humor, chaotisch, alles. Ein bisschen Drama, alles. Also es ist wirklich eines der besten Filme, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, und es ist auch ein Film, den ich immer wieder sehen kann. Der läuft auch jetzt offiziell, soviel ich weiß, in Berlin, bei der York-Gruppe in den Kinos. Und der startete, wenn dieses Video rauskommt, startete er vor einigen Tagen. Am Donnerstag ist er jetzt in die Kinos angelaufen. Und wenn ihr die Chance habt, den zu sehen, macht das. Das ist, ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht einige es nicht so mögen. Also erwartet so keinen klassischen Actionfilm oder klassischen Sci-Fi-Film oder Drama oder was auch immer. Aber der ist einfach ohne Erwartungen reingehen. Der ist toll. Der ist toll. Der ist toll. Ansonsten haben wir diesen Monat auch, gestern Samstag, haben Storm, Sophie, Elisa und ich eine Überraschungs-Babyshower für Leonie gegeben. Sie hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet. Ich meine, theoretisch poppt sie jetzt demnächst. Dann demnächst. Und da merkt man, dass man alt wird. Also nicht, dass ich schon davor nicht gemerkt habe, dass ich alt werde. Rückenschmerzen. Sondern weil einfach auch in den letzten Jahren, vor allem während der Pandemie, alle angefangen haben, Kinder zu produzieren. irgendwie in meinem Umkreis Leute angefangen zu heiraten, sich zu verloben, etc. Nicht ich. Ich bin immer noch Single. Jedenfalls finde ich das richtig toll, und da merkt man halt einfach so, okay, scheiße. Wir sind jetzt in diesem Alter. Ja, da kriege ich auch einen Brain Freeze und weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Jedenfalls haben wir sie überrascht. Sie hat gar nicht mehr damit gerechnet, weil sie in einigen Wochen schon due ist. Und ja, das war ein guter Vorwand. Storm hat gemeint, das wäre eine Wohnungseinweihungsparty. Der Tisch war gedeckt zum Brunchen und wir haben sie überrascht. Und die Überraschung ist uns natürlich gelungen. Wir haben auch Geschenke für sie ausgesucht, so ganz, ganz süße kleine Babystrampler und was auch immer. Also da kann man Geld ausgeben, das sage ich euch definitiv. Aber es war einfach auch schön, einfach wieder so Zeit für Freundinnen zu nehmen, zusammenzukommen, zu essen und einfach wirklich, ja, einfach so dieses zu zelebrieren. Ich glaube, das ist so in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen und auch einfach, ich meine, das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ich bin super gerne Tante, werde schon wieder Tante, crazy. Und ich bin nur da und gucke zu und mache Auntie Duties, was ich gerne mache. Außerdem gab es sehr, sehr leckeres Essen. Dieser Johannisbeerkuchen, Blueberry Cake von Storm. Ein Traum. Ja. Und das war schon. Jetzt ist es Mai und im Mai wird es auch ganz schön viel Content geben. Ich bin nämlich in Italien und Südtirol unterwegs. Bin super gespannt auf diese Reise, einfach weil es wieder eine Pressereise ist zum Teil. Dann bin ich privat mit noch einer Freundin, Robin, unterwegs. Und wir werden natürlich ganz viel essen, italienisches Essen. Carbs all over, every day, all day. Das wäre wahrscheinlich der Titel meines Lebens, meines Films. Every day, all day carbs. Carbs, every day, all day. Naja, darauf könnt ihr euch auch freuen. Ja, was gibt es sonst noch? Nichts mehr. Ich höre jetzt auf. Danke, mein Schlappi. Vielen Dank und bis nächsten Monat. Thank you.
Das ist so schön. Ich habe noch so ein Lavendelöl dazu bekommen, das man dann hier auf die Bergspitze drauf machen kann. Oder halt eben als Inzens benutzt. Hello from behind the scenes. Ich habe hier einige Looks geshootet heute. Wie ihr seht, wenn man dann so ein großes Zimmer hat, ist es schon sehr praktisch. Und ja, das ist mein Look, den ich geshootet habe. Yay! Das sind Teile, die ich schon lange im Kleiderschrank hatte, aber irgendwie noch nicht geschafft hatte zu shooten oder auch zu tragen. So, Schuhe sind von Nike mit A Cold War aus der Kohle. Die habe ich gebraucht, beziehungsweise die waren neu gekauft auf Vestiaire. Und ja, die Hose ist von Arket, das Leinenhemd von Uniqlo aus der aktuellen Kollektion und der Blazer von Margiela. Wow, wie toll der ist. Und ja. Der hat sogar eine integrierte Kühlung. Hoho. Fun hat mal wieder heute einen Clown ge gegessen. Und ja, oh, nicht, dass ich hier die Kamera noch umschmeiße. Wie ihr seht, habe ich alles einfach, schiebe ich immer alles ein bisschen zur Seite. Es ist immer ein bisschen chaotisch hier. Aber ja, wenn es klappt, dann klappt es, würde ich mal sagen. Ich tue gar nichts hin. Jörn beschuldigt mich jetzt schon. Und dabei sind wir noch nicht mal rausgegangen, um Kaffee zu trinken. Er braucht länger als ich. Also, Ivi, wie findest du? Hast du was gefunden? Ja, demnächst wollte ich ein Sale machen, aber meine Schwestern haben hier ein bisschen. Was? Schämst du dich? Naja, jedenfalls haben wir hier ein bisschen ausgemistet. Meine Schwestern hatten natürlich Vorrang und irgendwann demnächst mache ich einen Sale. Irgendwann demnächst. Okay, Ivi? Hehehe. Thank you.
Morgen. Heute mal noch ein Outfit, was ich momentan sehr liebe. Mit meinem Magella Hemd, was so ganz coole Cutouts hat. Cutouts, was ist dieses Trumpel? Sieht aus, als hätte ich noch etwas drüber. Genau. Dann wie immer meine Kettanzugshose, von mehreren Haaren schon einige Jahre alt. Birkenstocks mit Andreas Mokoudis, Bottega Aqua Bag und dann noch ein Pulli, Kaschmir-Pulli von Davida zum Drüberziehen. Ah, und die Sonnenbrille ist von Vio. Von Sophie, aber Sophie darf jetzt in meinem sein. Oh, bin ich? Ja. Ich bin jetzt eh in dem Vlog auch drin. Okay. So, hier sind die Geschenke für Leonie. Und wir haben schon alles vorbereitet und ich wollte einfach, oh Gott, meine Haare. Euch einfach mein Outfit für heute zeigen, für die Babyparty. Die Weste ist von Magella, das Hemd von Arket, die Tasche von Telfer, die plissierte Hose von Issey Miyake. Genau. Oh, das Hemd ist auch von Uniqlo. Kurze Korrektur,